Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, Kollegen und Gäste. Angesichts der Tatsache, dass beamtenrechtliche Regelungen hier heute mehrere Tagesordnungspunkte einnehmen und man im Ausschuss noch sehr viele Gelegenheiten haben wird, über die behandelten Gesetzentwürfe zu reden, möchte ich mich bei diesem Gesetz eher kurz fassen. Im Wesentlichen wird mit diesem Gesetz schließlich auch die vorhandene Rechtslage nicht umgestaltet, sondern nur in einer leichter durchschaubaren Regelung zusammengefasst werden. Die mit diesem Gesetzentwurf vorgenommenen inhaltlichen Rechtsänderungen scheinen mir jedoch allesamt weitgehend begrüßenswert. Mit dem Gesetz, der Minister sagt es bereits, wird die Pauschalisierung der Besoldung nach Lebensalter aufgegeben, dafür eine sachgerechtere Berücksichtigung von Erfahrungsstufen vorgenommen und nebenher auch Forderungen der EU umgesetzt. Für die meisten wird sich durch die Regelung ohnehin nicht viel ändern, da mit dem Alter bekanntlich auch die Erfahrung steigt. Allerdings muss dabei sichergestellt werden, dass auch Berufserfahrung vor der Verbeamtung angerechnet wird. Denn der öffentliche Dienst ist auch darauf angewiesen, dass er durchaus auch ältere Bewerberinnen und Bewerber einstellt, die auch außerhalb des Landesdienstes bereits Erfahrungen gesammelt haben. Unser Personalkörper braucht auch den einen oder anderen Quereinsteiger, der durchaus ein Leben außerhalb des öffentlichen Dienstes hinter sich hat. Externe Erfahrung erweitern den Horizont. Ich begrüße aber ausdrücklich, im Gegensatz zu Herrn Lakenmacher, dass der bisherige Verheirateten-Zuschlag in Form eines Familienzuschlages modifiziert wird. Denn er entsprach zunehmend nicht mehr der Lebensrealität einer modernen Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass ein Verfassungsgericht sich an ein Rechtsbild klammern wird, das nicht mehr dem Leben der Menschen in Brandenburg entspricht. Der Ersatz des Verheiratenzuschlages durch einen Familienzuschlag ist eine sogar relativ späte gesellschaftliche Reaktion darauf, dass heute auch die Ehefrau eines Beamten durchaus gerne arbeiten geht und nicht mehr der alleinigen Alimentationsnotwendigkeit des Ehegatten unterfällt. Das Gleiche gilt übrigens andersrum. In Brandenburg war die Alleinverdiener-Ehe ohnehin nie das, was Sie glauben hier, auch bei unseren Beamten, nie die typische Lebensform. Es war nicht die typische. Herr Senfleben, verlagern Sie Ihre Fragen bitte in den Ausschuss. Hier in Brandenburg. Das mag in Bayern anders sein. Bei uns ist es nicht so. Es soll ja auch Paare geben, die ohne Trauschein zusammenleben wollen oder mit jemandem verheiratet sind, mit dem sie gar nicht zusammenleben. Hier würde eine Beibehaltung des Verheirateten-Zuschlages sogar ungerechte Lösungen bewirken. Frau Muth, möchten Sie eine Zwischenfrage haben? Nein, danke, nein. Für meine Partei gilt schon lange, dass Familie vorrangig dort ist, wo Kinder sind. Und schließlich dient entgegen dem katholischen Kirchenrecht auch nicht mehr jede Ehe der Zeugung von Nachwuchs. Wir stärken daher als Gesetzgeber lieber die Familie statt die Ehe. Schließlich steht nicht nur die Ehe, sondern auch die Familie unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Mit der vorgesehenen Bestandsschutzregelung wird schließlich auch niemand schlechter gestellt und keine bestehende Beamtenehe benachteiligt. Ich halte auch die Beibehaltung der Leistungszulagen für sachgerecht. Sie werden nach einem transparenten und fairen System gewährt. Wir bezahlen schließlich unsere Beamten nicht wegen ihres Status, sondern dafür, dass sie der Gemeinschaft einen Dienst leisten. Beamtinnen und Beamte sind und bleiben Dienstleister der Gemeinschaft. Zudem wird mit der Aufnahme einer Verjährungsregelung für Besoldungsansprüche eine wichtige Rechtslücke geschlossen. Dass gerade im öffentlichen Dienst keine klaren Verjährungsregeln bestehen, hat schon zu sehr vielen Rechtsstreitigkeiten geführt. Ansonsten sollten wir aus meiner Sicht die Detaildiskussion getrost der Debatte in den Ausschüssen überlassen. Ich bedanke mich für Ihre in Teilen mangelhaften Aufmerksamkeit. Danke.